Das letzte reguläre Heimspiel in der Saison steht an. Für Klaus-Dieter Wollitz ist das aber eher Nebensache. Die Anstoßzeit für das Landespokalfinale steht fest. Und die ist am Pfingstmontag um 17 Uhr. Für Wollitz ist das viel zu spät. Das überrascht doch nicht mehr. Ja. Das überrascht doch nicht mehr, was speziell, weil dann wird doch heute noch von Sportlichkeit und Sachverstand gesprochen. Also Sportlichkeit ist schon die Ansetzung nicht, am 21. Das war das Erste. Und über Sachverstand nur, bitte genau zuhören, Sachverstand nur über unseren Club kann ich nicht feststellen. Das heißt aber nicht, dass ich den Menschen oder den Herren Sachverstand abspreche, aber auf unseren Club bezogen, das kann ich schon sagen, also habe ich da wenig Sachverstand drinnen feststellen können. Der Landesverband Brandenburg hat ja eine Pressemitteilung mitgemacht, die habe ich mir auch eben ausgedruckt, die habe ich auch hier. Und da steht ja ganz klar, dass sie auch überrascht sind. Wer ist denn jetzt grundsätzlich für die Ansetzung der Spiele zuständig? Seit wann ist der DFB für die Regionalverbände zuständig, um Spiele anzusetzen? Ist einfach eine Frage, ja, die ich einfach mal stelle. Oder ist das dann so, haben sie ja auch gemacht, eine gemeinsame Entscheidung für den 21. Mai. Das ist keine gemeinsame Entscheidung. Energie Cottbus möchte nicht am 21. spielen. Die Spieler können sich somit nun noch weniger regenerieren. Drei Tage später steht schon das erste Relegationsspiel an. Bis es soweit ist, kommt am Sonntag Alt-Glienicke ins Stadion der Freundschaft. Wollitz will natürlich einen Sieg. Wir haben die absolute Pflicht, am Sonntag als Mannschaft, als Verein, als Tabellenführer alles zu tun, um einen sauberen Wettbewerb zumindest von unserer Seite zu bringen. Und sind verpflichtet, wenn möglich, dieses Spiel zu gewinnen, aufgrund eines würdigen Tabellenführers. Und da kann man keine Rücksicht nehmen über Sympathien für Tusche, die ich absolut habe. Thorsten Matuschka trainiert vorübergehend die Berliner. Sie spielen inzwischen gegen den Abstieg. Bei Cottbus dreht sich wiederum alles um den Aufstieg. Für das Relegationsspiel wurden gestern über 9000 Tickets verkauft. Ziel ist ein ausverkauftes Stadion. Für Sonntag soll erst einmal die Nordwand gefüllt werden. Anstoß ist um 13.30 Uhr.